Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Wir haben im letzten Part den Raum der Wünsche gefunden und machen uns gerade dran, die Armee Dumbledores zu vereinen. Dafür müssen wir jetzt einmal quer durch Hogwarts latschen und die ganzen Leute, die sich auf die Liste eingetragen haben, abklappern und ihnen mitteilen, wo wir uns nun treffen. Und die meisten haben dann auch eine kleine Aufgabe für uns. Gerade eben haben wir den beiden Weasley-Brüdern geholfen, ihr Feuerwerk mal zu testen. Es ist offensichtlich idiotensicher. Ron hat es überlebt und ja, damit wissen wir Bescheid, ne? So, wo ist denn jetzt hier unser Vertrauensraum? Ich muss dir ein paar Sachen in unserem Geheimraum. Ach, Myrte. Die anderen brauchen nicht mitzukommen. Weiß ich, du hast jetzt auch noch ein Bett aufgebaut. Das wird schon gesteigert. Und so einen kleinen Badezuber. Ne? Zum gemeinsamen Baden. Da hat sie auch nur einen so einen Luferschwamm für uns, den wir uns dann teilen. Es ist einfach schön. Es ist eine schöne Sache. Muss ich aber nicht haben. Deswegen weiter geht's. So. Da ist die fette Dame. Sie ist einfach nur fett. Hey, Harry. Jo, du wirkst etwas angespannt. Oh, der Blick, Alter. Holy shit. Alles gut bei dir oder gibt's hier LAG? Was los? Umbridge hat ein paar der Sachen von Fred und George beschlagnahmt. Filch meint, es handelt sich um Liebestrank. Was wollen Fred und George mit Liebestrank? Es ist kein Liebestrank, du Troll. Es ist Doxygift für die Nasch- und Schwänzleckereien. Wir müssen die Flaschen zurückholen, sonst fliegen die beiden von der Schule. Sie stehen in Umbridge Vorratsraum. Harry, kannst du sie mit deinem Tarnumhang holen? Oh. Ja klar, ich hole ihn aus dem jungen Schlafsaal. Hey, du da unten! Aus dem jungen Schlafsaal? Wo ist der jungen Schlafsaal? Ist das oben? Darf ich da jetzt rein? Uah. Diese Kamerawechsel. Resident Evil Vibes, ne? Gehen wir es mal da durch. Ist das der Jungen- oder der Mädchenschlafsaal? Ich sehe auf jeden Fall die Gebärmutterbetten. was bist du denn? Hm. Oh, warte. Incendio! Erstmal Feuer machen, ja, ja. Depulso! In die Betten noch machen? Man will ja auch ein paar Hauspunkte bekommen. Oh, Level 4. Krass. Ich muss dir ein paar Sachen in unserem Geheimraum zeigen. Die anderen brauchen nicht mitzukommen. Myrte, ohne Spaß. Creeps mich aus. Geh einfach weg, bitte, danke. Ron Weasley. Was ist dann meine Kiste? Zum Erforschen. Da. Da ist irgendwas zum Erforschen. Für Dienstverhältnisse sind das noch relativ wenige West Ham Poster. Das war's nicht. Der ist einfach spitze. Denk dran, wir müssen jetzt unbedingt leise sein. Also, Spon. Wieso ich? Du hältst es doch keine 20 Sekunden aus, ohne zu nörgeln. Hier drunter sollten hier keine Zauber wirken. Es ist nicht genug Platz, man könnte uns sehen. Okay, sind wir jetzt zu dritt unter dem Ding? Ja, geile Idee, ey. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Können wir das mal bitte eben in der Karte des Rumtreibers aktivieren? Ginny Weasley. Wo müssten wir denn jetzt hin? Umbridge Büro. Da, ne? Da müssen wir hin, oder? Ah, sie wird mir das schon gleich sagen, die gute Hermine. Aber es wurde beschlagnahmt, also Umbridge Büro. Bin ich mir sehr sicher. Wir gehen jetzt einfach mal hin. Ich sehe nichts. Was ist jetzt hier los? Okay. Ich find's geil, wie die Tür einfach zugeht und die Kamera verdeckt. Ja, es läuft wieder. Ich hab da generell ein gutes Gefühl. So, in niemanden reinlatschen, sonst gibt's nachher Stress. Ja, das ist eine Schule, ne? Und in der Schule, da findest du viele Schüler. Der Name ist Programm, ne? Also wirklich. Was ist denn los? Schüler, Schüler, Schüler. Er hat's auf jeden Fall gemerkt.
In einer Welt voller Chaos und Grauen muss man auf die Dichtkunst vertrauen. Was sie reimt, Leute, das kann nicht schlecht oder unwahr sein, das ist ganz klar. So, wir sind leider nicht sehr schnell unterwegs. Oh, wir können rennen, alles klar, lol. Man kann rennen, das wusste ich nicht. Ich dachte, das geht nicht. Also ich hoffe, das ist auch der richtige Weg. Mal bitte, kann ich da mal vorbei? Zaubern ist gerade nicht, deswegen einfach weitergehen. Ich hoffe, ich habe hoffentlich aufgepasst und wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es hieß Umbridge Büro, würde auch Sinn ergeben, deswegen nichts wie rein da. Es passt schon. Vorsichtig bitte! Oh. Wenn du Zauberkunst üben möchtest, kannst du dich stets an Professor Flitwick wenden. Der freut sich, der Flitwick. Okay. Ich freue mich auf ihr Büro. Das kann nur gut werden. Sie mag auf jeden Fall Katzen. Das haben wir ja schon gesehen. Sie mag sie vielleicht ein bisschen sehr doll. Also so ein bisschen unangenehm doll, gruselig doll, dass man sich Sorgen machen muss doll. Aber hey. Weiter hoch. Hier waren wir ja schon mal zum Nachsitzen, ne? Das ist der Besen auch wieder. Schön. Vorsicht! Ich hoffe, sie lässt uns nicht auch mehr Vasen putzen. Wenn ich noch eine einzige Vase sehe, wird mir schlecht. Okay. So, wir dürfen uns nicht erwischen lassen, ja? Wie kommen wir an ihr vorbei? Wir müssen sie irgendwie ablenken, damit sie von Umbridges Tür weggeht. Wir sollten nicht zaubern, während wir unsichtbar sind. Okay. Können wir damit irgendwas machen? Also zaubern ist nicht. Wir können maximal Dinge drücken. Was kann ich denn mal machen? So eine Vase umschmeißen? Oh nein! Oh ja, cool. Umbridge rastet aus! Schnell! So, sie geht weg. Wer da? Haha! Oh ne, wir kommen nicht an ihm vorbei. Hoffentlich hat sie das nicht gehört. Oh, lol, lol, lol. Okay, wir sind durch. Wir sind irgendwie durchgekommen. Läuft. Huh, rein da. Oh oh, vorsichtig wegen der Katze. Da ist sie, die gute Umbridge. So viel Zeug. Ob überhaupt noch was zum Beschlagnahmen übrig ist? Wie sollen wir hier die Flaschen finden? Axiodoxigift! Ja, das hatte ich auch vor. Hat wunderbar funktioniert. So, jetzt müssen wir hier nur wieder raus. Verschwinden wir hier. Ja. Leise. Geschnurre. Oh. Ist hier noch irgendwas zum Looten, wenn man schon mal da ist? Nee, ne? Kann ich hier speichern? Ich habe einfach nur Angst. Ich möchte das Abenteuer bitte einmal speichern. Ich möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen. Es ist der 2.10.2023, wo wir das spielen. Crazy. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber wie gesagt, mit ein paar Hex-Editor-Änderungen kann man es auch heute noch spielen. In ansehnlicher Grafik und 60 FPS. Nix hier weg hier. Beiden haben jetzt wohl den Weg auch frei gemacht, das ist gut. Oh, oh, hier wird noch repariert, alles klar. Cool, cool, cool. Die sind noch fleißig im Reparieren, so ist das schön. Immer Reparo wirken lassen, ne? Dann wird alles gut. Und tschüss. Geschafft. Und da Fred und George nicht in der Nähe sind, kann sie sie auch nicht beschuldigen. Wenn sie vorher ein wenig nachdenken würden, kämen sie gar nicht in eine solche Lage. Los, gehen wir zurück zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Machen wir. Kann ich das hier wieder ablegen oder wie läuft das? Ja, okay, hier kann man den dann wieder ablegen. Cool. Wäre der Tarnumhang doch größer. Das ist Ron sein Frosch, ne? Ah, okay, alles klar. Mit dem können wir auch nichts machen. Dann gehen wir mal zur guten Schwester von Ron hier. Ginny. Und sagen ihr Bescheid. Prima. Ich bringe sie zu Fred und George.
Sag ihnen, sie sollen vorsichtig sein. Ich finde ihr Verhalten zwar nicht gut, aber ich will nicht, dass sie verwiesen werden. Dass sie von der Schule fliegen, wäre nicht das Schlimmste. Moms Heuler wären viel schlimmer. Genau. Ja. Ronald Weasley, wie kannst du es zulassen, dass deine Brüder von der Schule fliegen? Wir sehen uns beim DA-Treffen. Jo, machen wir. Haut rein. So, es befinden sich 9 von 28 Mitgliedern im Raum der Wünsche. Da ist ja noch ein bisschen was zu tun. Nee, falscher Knopf. So. Dann geht's weiter. Genie haben wir jetzt schon drin. Kommt Genie nicht mit? Wie geht's? Cho Chang, Unfug in der Eulerei. Ach, hier gibt's auf jeden Fall. Okay, es gibt Arbeiten. Aufspüren des Raums der Wünsche. Dann machen wir erstmal Anthony Goldstein. Let's go, Anthony. Wir kommen jetzt. Auf geht's, Leute. Hey, listen! Na? Noch mehr Ocarina of Time-Referenzen, ich sag's euch. Ups. Abby, steck den Stab weg. Ich möchte nicht, dass wir Ärger kriegen. Hast du gesehen, Zaubern ist an dieser Zaubererschule mit Umbridge nicht mehr so gern gesehen. Oh nein. Hast du keine Geheimnisse? Ich kann dir viele verraten, Harry. Ja, ich weiß. Zum Beispiel, ich möchte nicht darüber sprechen. Ich möchte nicht weiter darüber nachdenken, welche Geheimnisse ihr Körper für mich und auch andere Menschen noch offenbart. Können wir auch hier lang gehen? Nein, wir müssen zurück. Okay. Wird's nix, dann warten wir wieder. Ihr seht schon, ne? Das Design bei Legacy war doch gar nicht so kacke. Man hat zwar gedacht, oh, wieso bewegen sich denn die Treppen nicht so wie in den Filmen? Aber es ist dann doch ein bisschen nervig, so wenn man eben mal schnell von A nach B will. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwie so ein nices Schnellreisesystem, was ich einfach noch nicht gecheckt habe und muss ja eigentlich die ganze Zeit gar nicht rumlaufen. Aber irgendwie, man will ja auch was im Schloss erleben und vor allen Dingen halt die kleinen Mini-Rätsel machen, ne? Insofern lohnt sich das schon hier auch rumzulaufen. Außerdem ist es echt ganz hübsch gemacht, also... Warte mal. Aha, ein goldener Ritter. Es lohnt sich auch schon. Und wirklich, es ist okay. Es ist nicht super krass geil. Also Hogwarts Legacy ist natürlich um Längen besser, aber da muss man auch natürlich den zeitlichen Differenz sehen, ne? Da gab es technisch noch ein paar Sprünge, sag ich mal. Wo jetzt lang? Weiter geradeaus? Okay. Gehen wir doch mal hinauf. Ist das nicht Anthony? Sagen wir es ihm. Anthony! Moin! Du bist ja im Glockenturm hier. Was machst du denn hier? Hey, Harry. Ich habe gehört, du hast einen Raum für die DA gefunden. Was? Das sollte doch geheim bleiben. Keine Sorge. Ernie hat's mir erzählt und der weiß es von Neville. Wir sehen uns dann dort, okay? Wie finde ich den Raum der Wünsche? Geh in den 7. Stock und denk daran, wie dringend du den Raum finden möchtest. Dann erscheint die Tür. Okay. Ich weiß nicht, ob Harry und Michael auf dem Laufenden sind. Sag ihnen besser Bescheid. Mache ich, ne? Hau rein! So, das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Nächster bitte! Cho Chang! Colin Sheevy. Hol die Kamera. Ach, der Kameramann. Finde die Wasserschwäche, sind so viele Sachen. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Cho Chang. Unfug in der Eulerei. Ich mag Eulen. Auf geht's zu den Eulen. Müssen wir weiter? Ne, wir müssen uns umdrehen. Ich will nur gerade mal gucken, was hier noch so ist. Doch, es geht doch weiter. Der Glockenturm. Ron, Alter. Da kommt doch bestimmt nachher auch noch irgendwas. Aber gut, gehen wir erstmal runter in Richtung Eulerei. Bis zu diesem Sommer war ich noch völlig ahnungslos. Meine Eltern sind Muggel. Meine Eltern? Harry, erzählen wir ihm vom Treffen. Terry, wo bist du denn? Hier? Moin. Hör mal. Hallo Harry, du hast einen Raum für die DA gefunden? Wissen alle über den geheimen Treffpunkt Bescheid? Hast du einen Basilisken mit dem Schwert aus Dumbledores Büro getötet? Wir lernen zaubern und nicht kämpfen. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob Michael und Anthony wissen, wo wir uns treffen. Sag ihnen besser Bescheid. Bis später. Oh, rein, bis später. Gut, den haben wir auch. Wieder einer mehr. Was ist hier los? Birnen?
Hey, wir haben ein paar Birnen gesammelt. Muss auch mal sein. So, Eulerei. Ah, jetzt sind wir die coole Brücke. Oh. Die Kamerafahrt hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Die sieht halt nicht so ganz stabil aus, aber sie ist stabil. Jetzt schon viele hunderte Jahre überdauert. Das ist eine gute, stabile Brücke. Ne? Moin, hallo. Geht's doch auch zu der Hütte von Hagrid, oder? Der momentan leider nicht da ist. Steinkreis. Hier ist ein Ball. Mit euch los? Hallöchen! Hey. Hallöchen! So, Eulerei bitte. Da lang, ne? Ja, das sieht sehr nach Eulerei aus. Cool. Ich find's auch cool, dass man hier wirklich so ein bisschen in die Umgebung auch gehen kann, ne? Warte, was war das? Ich glaube, das ist Blumenlauch. Ja, danke, Harry. Da habe ich hier was gelernt, ne? Blumenlauch. Ich bin generell einfach nur ein Lauch, aber gebt damit es nicht so an. Nimm, nimm, nimm. Auf zur Eulerei. Da hinten sehen wir das Quidditch, oder? Ne, ist nicht Quidditch, das ist einfach nur der Hof davor. Wo ist denn das Quidditch? Den können wir das auch sehen. Muss doch hier auch irgendwo ersichtlich sein. Ich hoffe, wir müssen kein Quidditch spielen. Wir sollten zum Gemeinschaftsraum gehen. Hier läuft mir zu viel Pack rum. Pack? Ein magischer Trottel. Hau ab. Oh, wow. Das geht aber nicht, Harry. Du kannst nicht irgendwelche armen Damen hier einfach, ne? Wingardium Leviosa! Ich muss noch jede Menge Hausaufgaben machen. Das Zakia ist der blanke Horror. Was ist jetzt hier los mit den Dingern? Irgendwas muss man damit ja machen können mit diesem Teil. Ich weiß noch nicht was, aber wir werden es noch rausfinden. Erstmal machen wir hier Feuer. Brauchst du Hilfe? Ja, bitte. Ich bin zu doof, Feuer zu machen. Das funktioniert einfach nicht. Egal, wir gehen jetzt erstmal rausfinden, was los ist mit dem Problem. Hier müssen wir doch 100% Feuer machen. Komm, Harry, jetzt mach mal Feuer. Ja, also und weiter, 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 Harry. Weiter, Incendio, weiter, 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 noch einmal. Komm schon, Leute, los! Harry hat einfach keinen Bock auf Incendio. Es geht einfach nicht. Warum sind sie so gemein? Du brauchst 4 Personen, um diese Pflanze zu verbrennen. 4! Ja, wir sind nur zu dritt. Hallo, Harry. Hi! Ciao! Mhm. Ich sehe hier sehr viel Scheiße auf dem Boden. Wir sollten draußen bleiben, falls Filch auftaucht. Filch ist in den Kerkern. Ein paar Erstklässler haben Kotzpastellen gekauft und alles folge... Au! Raus mit dir, Ron! Was sollte das? Also ehrlich, Ron! Und du hast auch gar nichts, ne? So, wir möchten jetzt hier ein bisschen bonden, Ron. Da brauchen wir euch beide nicht, so. Oh, hallo, Harry. Hi, Joe. Wie geht's? Gut. Hat Gryffindor schon einen neuen Hüter? Ja, mein Freund. Ron Weasley. Den Tornados-Hasser. Ja. Verschickst du ein Paket? Ja, ein Geburtstagsgeschenk für meine Mom. Aber ich habe die Adresse vergessen und jetzt kreist die Eule da oben rum und will nicht mehr runter. Ich hole es dir. Ich habe die Adresse vergessen. Du musst noch 2 Aufgaben abschließen. Bevor ich das machen kann, auf der Karte des Rumtreibers nach welchen Aufgaben du bereits... Also ich gehe mal hoch. Wir können das wohl noch nicht machen. Oder doch? Uns fehlt hier wohl der Zauber noch für, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Joe, darf ich da mal eben vorbei? Kann ich da mal vorbei? Okay, hier läuft irgendwie echt noch was noch nicht. Alles klar, also hier geht's erstmal noch nicht weiter. Wir müssen erst noch irgendwelche Aufgaben lösen. Ist ja kein Thema. Dean Thomas findet die Wasserspeier. Flitwicks Hausaufgaben. Ginny möchte Reducto lernen. Hannah Abbott. Da müssen wir Hannah bestimmt erstmal Bescheid sagen. Luna Lovegood. Die Testrale. Aufspüren des Raumes der Wünsche. Den machen wir mal als nächstes. Okay,
Meine Lieben, ihr habt den Hahn vielleicht gerade krähen gehört und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal wieder einen kleinen, ganz muggelig, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.